Rügen im Herbst 2013. Während in den Seebädern Selin und Binz die Touristen noch die strahlende Oktobersonne genießen, zieht es zahlreiche Eisenbahnfans und Fotografen zunächst nach Putbus. Denn was sich dort an diesem Wochenende abspielt, kommt einer kleinen Sensation gleich. Nach 44 Jahren wird erstmals wieder eine Lok der sächsischen Baureihe 4K auf der Ostseeinsel zum Einsatz kommen. Extra aus Sachsen angereist für die Sonderfahrten zum Fanwochenende ist 99608, die in diesem Jahr auch schon ein Gastspiel beim brandenburgischen Pollo gegeben hat. Im Besitz der sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft SDG ist sie normalerweise bei der Weißeritztalbahn in Freital-Heinsberg beheimatet. Nun wird es aber Zeit, sich an die Strecke zu begeben. Nur wenige Kilometer weiter liegt das kleine Dorf Beuchow. Hier entfaltet die Insel ihren ganzen ländlichen Charme. In gepflegten Gemüsegärten picken Hühner neben Apfelbäumen, während die 99411 den ersten planmäßigen Zug des Tages gen Osten befördert. Kurze Zeit später können wir dann auch den Foto-GMP in der Kurve Richtung Posewald erleben. Der kleine Flecken Posewald im Kirchspiel-Filmnitz beherbergt gleich zwei Betriebsstellen der Rügenschen Kleinbahn, einen eingleisigen Haltepunkt und den Betriebs- und Ausweichbahnhof Posewald-Kreuzung. Durch die hügelige Endmoränenlandschaft geht die Fahrt weiter. Kurz vor dem malerischen Weiler Nistelitz liegt der Haltepunkt Seelwitz, benannt nach dem nahebei gelegenen Gutshof. Neugierig bestaunen auch die Anwohner die Horde Verrückter mit ihren Kameras und beleben damit manche langatmige Szene erfrischend. Moin. Moin. Ich hab schon wieder Hausbetrieb heute Morgen. Binz, mondänes Seebad und touristisches Zentrum der Insel. Auf der Hinfahrt für den Fotozug vor allem aber eins, Wasserhalt.
Da die 4K über einen nur halb so großen Wasserkasten verfügt, wie die sonst im Saisonverkehr hauptsächlich eingesetzten 7K, und weil die Reise heute nur bis Gavtitz führt, wo kein Wasser genommen werden kann, ist es unerlässlich, hier den Vorrat zu ergänzen. Schon ganz uninteressiert an der Sache. Ja, halt immer fotografiert oder glaube ich schon seit Jahren in der Zeit. Jetzt haben Sie die Denken zu weit weg, dass wir nach dem Durchqueren der Granitz, des hügeligen Waldgebietes südlich von Binz, erreicht die Strecke Gavtitz. Weit ab vom namensgebenden Flecken liegt die Station im beschaulichen Örtchen Blischow. Nach dem Umsetzen der 4K erfolgt zunächst die Überholung durch den Regelzug, bevor für einige Scheinanfahrten am sogenannten Jagdschlossblick zurückgesetzt wird. Zurück nach Binz muss in der Granitz zunächst eine erhebliche Steigung bewältigt werden, bevor mit dem Haltepunkt Jagdschloss ungefähr der Scheitelpunkt erreicht wird. Südöstlich von Binz liegt Serams, wo wir zunächst die Ausfahrt eines Regelzuges mit 99-40-11, genannt der Panzer, erleben. Scheinanfahrt in der Birkenkurve stürmt es mächtig, sodass nicht nur die Kamera wackelt, sondern auch der Rauch manch schöne Fotoperspektive vereitelt. Zurück in Nistelitz wird die Situation wieder etwas besser.
Das stattliche Bahnhofsgebäude in Putbus wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und bietet heute wieder einen prächtigen Anblick, was auch für das Innenleben gilt. Auf den Gleisen gibt es dann eine Überraschung für die Fans. Die seit Jahren in Putbus kalt abgestellte 99-15-94 wurde äußerlich hergerichtet und dekorativ in der Bahnhofseinfahrt aufgestellt. Zeit zum Verweilen bleibt kaum, denn die nächsten Fahrten stehen an. Und diesmal geht es auch zu den Seebädern an der Ostsee, über Sellin nach Göhren. Fotografen nutzen in Göhren jeden Zentimeter, um eine optimale Aufnahmeposition zu erreichen. Nach dem Ergänzen der Vorräte wird der Zug umrangiert für die Rückfahrt. Gerade noch rechtzeitig bin ich wieder in Garftitz, um eine Einfahrt bei unterirdischen Lichtverhältnissen zu erleben. Hier begegnet der Zug einem Simson Star aus den 70er Jahren, den wir später noch in Aktion erleben werden. Vor der Weiterfahrt muss die Kreuzung mit einem Regelzug abgewartet werden, der diesmal mit dem Burgfräulein 99-48-02 bespannt ist.
Das Seebad Binz, wo die Touristen über die Hauptstraße flanieren, ist auch auf der Rückfahrt wieder wasserhalt. Außerdem aber soll heute eine Situation nachgestellt werden, wie sie auf einer Ansichtskarte aus den 50er Jahren zu sehen ist. Eine 4K direkt vor der Wartehalle. Angesichts der anwesenden Touristen und der heutigen Gestaltung des Umfeldes gelingt dies aber nur unvollkommen. Konrad! Martin, wer hört mich da? Leider niemand, Achim. Also schnell weiter, um die nächste Szene kurz vor Serams einzufangen. Im tiefstehenden Abendlicht passiert der Sonderzug noch einmal die Kreuzung hinter Serams, um dann der Sonne hinterher zu streben. Der Dorfteich und der Haltepunkt von Posewald sind dann Kulisse für die letzten Aufnahmen. Da ist er wieder, der Star der Veranstaltung. Vorschriftsmäßig wartet der Zweiradler die Ausfahrt des Zuges ab. Bei schönster Abendsonne ist ein Regelzug kurz vor Putbus unterwegs. Währenddessen passiert der 4K-Zug einen herbstlichen Garten in Bolchow. Bei Pastitz darf die Vierzylinder-Verbundlok noch einmal zeigen, was in ihr steckt. Durch die Dämmerung zieht der Panzer noch einmal seinen Zug Richtung Binz, bevor der Sonnenuntergang am Wrechener See für bezaubernde Stimmung sorgt.
Gute Nacht, Rügen. Bis zum nächsten Mal.